Good morning, Freunde. Heute neuer Tag, neues Glück. Noch weniger als 5 Wochen zum Ironman 70.3 Wiesbaden. Und es ist Race Week für alle, die in Rot starten. Und welche Nachricht kommt da heute Morgen in meine Timelapse gewandert und wird mir angezeigt? Diese hier. Daniela Rief startet in Rot. Krasser Scheiß. In Frankfurt noch ausgestiegen, weil ihr ein bisschen zu kalt war, wie vielen anderen Athleten ja auch. Und jetzt das einzige Rennen neben Hawaii, wo in diesem Jahr beide aktuelle Weltmeister am Start sind, neben Jan Frodeno auch Daniela Rief. Geile Nummer. Mich würde ja gerne mal an dieser Stelle interessieren, was ihr so glaubt, was Sonntag passiert. Ob Jan Frodeno wirklich den Weltrekord schaffen kann, unter 7 Stunden 41 und ein paar zerquetschte zu bleiben. Ich bin gespannt. Schreibt mal, was ihr dazu denkt und gebt mal Tipps ab. Mal sehen, wer näher dran ist von uns. Mein Tipp gebe ich dann auch noch ab. Jetzt aber zum wirklich wichtigen Teil dieses Tages. Dieses Teil hier, was eigentlich ja, ihr kennt das Teil, ein ziemlich einfacher Fitzig-Sattel, der Antares, der standardmäßig auf diesem schönen Fahrrad drauf war und ich hab ja... Digga, was ist los mit dir? Und ich hab mir dann wieder meinen Sattel drauf gemacht. Jetzt muss ich aber zugeben, dass ich in der letzten Zeit immer mal wieder so ein bisschen Arschschmerzen hatte. Und ich glaube einfach, ich muss mal einfach den Sattel wechseln, um mal zu testen, ob nicht mittlerweile mein Arsch einen anderen Sattel braucht. Also mal zum Vergleich, alter Sattel, neuer Sattel. Schauen wir mal, welcher denn besser passt. Also der Physik sollte auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher sein, weil er halt einfach mehr gepolstert ist. Welcher ist eigentlich breiter? Ich meine, ich könnte auch messen, aber jetzt mal so rein vom Look her würde ich sagen, ist der hier, der X-Lighten ist auf jeden Fall breiter als der Physik. Das messe ich jetzt mal kurz aus. Also... Ich bin jetzt schlecht von oben, aber ca. 13. Oh, der ist breiter, sehe ich gerade. Das täuscht immer ein bisschen, der ist um die 14. Der ist so um die 14. Das müssen wir jetzt mal testen, welcher von den beiden besser für meinen kleinen, schmächtigen Arsch geeignet ist. Lass mal das noch kurz einziehen und dann wird die Kette wieder abgezogen, bevor es dann gleich wieder losgeht, Freunde. Jetzt war ich schon in, oder bin ich, schon in Radklamotten. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz mit meinem Coach telefonieren, damit wir jetzt die nächste Planung mal durchgehen, wie wir wann was machen. Den Björn Giesmann habe ich gerade schon versucht anzurufen. Da ist natürlich mal wieder besetzt. Ja, ist ein sehr viel beschäftigter Mann. Bevor ich jetzt losfahren kann, muss ich mal mit ihm sprechen, weil nicht, dass ich heute was Falsches trainiere und das nicht zum Rest meines Trainingsplans in dieser Woche passt. Also, wie findet ihr eigentlich hier so mein schönes Trikot? Hm? Schönes Pink, ja, schön auffällig. Damit wirst du auf keinen Fall übersehen, das kann ich euch schon mal sagen. Übrigens, weil Leute mal gefragt haben, das ist ja auch von Rafa. Na, hier sieht man's. Ich glaube, mich haben mal ein paar Leute gefragt, wie ich diese Chor-Sachen, das ist ja diese Chor-Serie von Rafa, wie ich die finde. Und ich muss sagen, ich habe mir das Trikot, ich gucke manchmal da oben rein, ich depp. Ich habe mir das Trikot anfänglich nur gekauft, weil ich die Farbe geil fand und das auch sehr geil zu meinen Socken passt. Und war ein bisschen skeptisch, weil das ja auch im Vergleich zu den anderen Rafa-Trikots relativ günstig ist. Aber ich muss echt sagen, das Trikot gefällt mir echt gut. Das sitzt richtig gut, die Qualität ist gut. Die Farbe ist vielleicht, also ist ein bisschen empfindlich. Also ne, so ein bisschen Kettenöl oder so müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sehr geil. Was ich auch empfehlen kann, hier seht ihr es. Der ist super, der saugt schön den Schweiß auf und... Hält auch warm, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Also, das ist übrigens kein Product Placement. Ich bekomme dafür kein Geld. Jetzt versuchen wir nochmal den Björn anzurufen. Tick, tack. Tick, tack.
Ich hasse Warten. Jetzt warten wir erstmal, bis der Björn zurückruft. Okay, Leute. Morgen! Morgen geht's richtig los und ich hatte ja eben noch dieses, jetzt nicht mehr, da dieses pinke Trikot an, das jetzt da hinten liegt. Und jetzt hat mir einer gefragt, ich soll mal ein paar Sachen beim Papa vorstellen, die ich habe und die ich gut finde. Und das mache ich jetzt. Okay, jetzt kommen meine Top 5. Für mich das Must-Have ist auf jeden Fall die Brevet Bib. Die hat ein besonders dickes Polster. Finde ich einfach, ist die allergeilste, damit tut der Arsch nicht so weh. Sieht richtig geil aus und auch der Stoff ist super, lässt sich super leicht waschen. Also das ist meine absolute Lieblingshose von Rafa. Weil jemand gefragt hatte, wie ich die Chorsachen finde. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Trikot vielleicht ein bisschen zu lasch sitzt. So sah das zumindest auf den Fotos aus, aber gar nicht. Das sitzt richtig schön knackig, hat hier auch einen schönen Bund hier unten. Das heißt, es bleibt immer schön hier unten haften. Hat hier auch so einen Reißverschluss noch an der Seite, wo man ein paar Sachen reintun kann. Ist ja ein bisschen einfacher gehalten insgesamt, aber das Trikot für den Preis unschlagbar. Muss man nicht haben, aber ich finde dieses Aero-Jersey mit diesen längeren Ärmeln einfach mega geil. Das sitzt wie eine zweite Haut. Einziger Nachteil, man darf oder sollte nicht so viel mitnehmen, weil je mehr da hinten in den Taschen drin ist, dann hängt das hinten sehr, sehr weit runter und sieht nicht mehr so geil aus. Must-have für mich auch noch ist der Base-Layer. Ihr seht, ne, der Stoff ist so ein bisschen speziell. An warmen Tagen saugt er echt schön den Schweiß auf und an kalten Tagen kühlt er halt echt schön. Finde ich mega geil, gibt's auch noch in anderen Farben. Was ich mir auch gekauft habe, ist diese Tasche. Ihr kennt die vielleicht. Also hier könnt ihr sehen, Wagenheber, ich habe da meine Kartusche drin und so weiter und so fort. Hier passen noch Kreditkarten rein oder passt sogar auch ein iPhone 6 rein. Finde ich super praktisch, da hat man das nicht immer so einzeln im Trikot rumfliegen. Also das, 1, 2, 3, 4, 5, das meine 5 Lieblingssachen von Rafa. Wer noch die extra Portion Style will und zu viel Geld übrig hat, ich habe sie aber damals im Sale für den halben Preis geschossen, für 340 Euro hätte ich mir die nicht gekauft. Der kauft sich noch die Schuhe. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare eure Fragen dazu. Vielleicht kann ich die beantworten. Bitte keine Hater-Kommentare. Ich weiß, dass das teuer ist, das Zeug. Ich finde aber, es lohnt sich.